Das ist super. Und ihr ist nichts passiert. Sie ist noch nicht mal dreckig. Hat noch nicht mal einen Fleck im T-Shirt. Noch nicht mal die Knie aufgeschabt. Wunderbar. Jetzt müssen wir hier reingehen. Aber ganz leise. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Oh, ein Mühlespiel. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht und Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Ja, natürlich. Der Kopf von König David, vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein. Die große Lara Croft. Aber okay. Nach seiner Segnung verwandt es hieß 90 Grad Ost. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Okay, 30 Nord. Sekunde, da muss ich nochmal nachgucken, da habe ich jetzt gerade nicht. 30 Nord, 90 East, okay. Das macht die Hino locker morgens vorm Aufstehen, vorm Duschen. Immer erstmal, anstatt durch die durchs Haus zu gehen, in das Bad, einfach geht's einfach vom Fenster zu Fenster einfach drüber. Supi! Wo ist die weiße Königin? So, die weiße Königin. Wo ist sie wohl? Wollen wir mal da hochgehen? Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Uka, luka, muka, muka. Hallo, bin ich Lara. Und bist du? Ich bin der Gott der Wildnis. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Aha. Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ja, muss man Hausaufgaben machen. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Tja. Wenn man als Lara Skin diesen Tomb Raider 2 Skin genommen hätte, hätten die auch so eine kleine gemacht. Im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Tja. Eine Ariki-Statue. Wo ist die weiße Königin? 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Ein Löwe. Wow. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Boah. Was hat sie wohl betrachtet? Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Ashanti vielleicht. Super. Kratz dir ein Stück ab, kannst die nächste Zahnplombe draus machen. Das ist der mittelalterliche Batman. Die Flügel entfalten sich. Puh. So, für ein Mühlespiel passt das nicht ganz. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Vielleicht klappt das ja so.
Super. Tja, die Hino ist halt unglaublich. Das schafft auch nur die Hino-Line. Das Schild reflektiert den Lichtstrahl. Da ist sie, die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Die weiße Königin ist gefangen. Jetzt kann ich sie befreien. Na, super. Dass der Papi so gemacht hat für die kleine Hino. Entlässt die Liebe Licht um Trost. Können die jetzt auch nicht rumdrehen? Erstaunlich. Super. Wunderbar, das hast du toll gemacht, Mädchen. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagt der rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Supi. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Wir reiten auf einem T-Rex. Geil. Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Morgen. Ich glaube, ihr Fanny hat sich selbst die Kugel gegeben. Bin mir da nicht so sicher. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Hallo. Ich würde das... Ah, super, jetzt. Also, wir können jetzt hier was dazu machen. Rennen ist leiser, wodurch Lara schwieriger zu entdecken ist, aber ich würde trotzdem gerne erstmal bei
bei dem Forscher-Outfit bleiben. Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Erledigen Sie nach lautlos Ausschalten einen zweiten Feind um eine Ausschaltkette. Oh, das klingt gut. Achso, wir haben einen neuen Punkt bekommen durch das Grab. Sitz des Adlers. Sie können schneller klettern. Okay, wir haben keine Fähigkeitspunkte. Super. Genau, das war wahrscheinlich ein Traum von ihr. Sie hat geträumt, wie sich ihr Vater selbst erschossen hat. Das ist immer noch die Frage, ob das stimmt oder nicht. Ich bin, was das angeht, selbst nicht ganz so sicher. Ich will hier nochmal mich umgucken. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Von daher, jo, das war Klein Lara. Ein kurzer Einblick in Laras Kindheit. War schon damals ein sehr aufgewecktes junges Mädchen. Kann sich teilweise ein Beispiel dran nehmen, aber bitte auch nur teilweise. Fett. Benutzen Sie Fett, um Waffen-Upgrades im Basislager herzustellen. Wie gesagt, Beispiel nur begrenzt, weil Klettern ist nicht so nicht ganz so gut. Wenn man das so übertreibt. So, Ressourcen sammeln, das ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich gucke, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Aber ich glaube, hier ist nicht mehr so viel. Warte mal, hier oben gibt's was? Ups. Das muss doch wehgetan haben. Ich meine, ich habe solche Kletterpartien auch schon mal gemacht, aber... Okay, gut, das war nix. Dann gehen wir mal hier weiter. Super. Freut mich. So, wollen wir mal gucken, wer alles überhaupt jetzt noch im Stream gerade ist. Oh, das schaffst du, Lara, komm schon. Ja. Es ändert sich ja immer so zwischendurch ein bisschen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Oh. Was war das denn schon wieder? Wo kommt das her? Ich habe eindeutig hier viel zu viel Strom rumeiern. Da lang müssen wir. Das bedeutet, ich gehe erstmal hier lang. Grundsätzlich. Jagen. Häuten Sie und erlegen Sie Tiere. Das ist mir schon klar. Oh Mann! Du elender Mümmelmann! Hast dich zu früh gefreut, Hänsel. Das kommt noch. So, da sind... Hier unten ist ein Häschen. Da ist ein Papagei und noch ein Vogel. Und noch ein Käfer und noch ein Vogel. Und hier ist noch ein... Ah, du. So, ich bleibe erstmal hier oben, weil hier, von hier oben habe ich einen guten Überblick. So, jetzt kann ich runter. Drei Tiere, das schickt. Aua, das hat schon wehgetan, Mädchen. Aber das kriegen wir hin, Mädchen. Super. Wunderbar. Mist, da hatte ich nicht genug Pfeile. Oink, oink. Alter, dieses... Bist nur jetzt reingelaufen. Habe ich's? Nee, ich hab's natürlich nicht getroffen.
In dem Bar, dem Barslager war ich doch schon nicht voll Idiot. Ich dachte, hier wäre irgendwas Schönes Neues, aber... Weißt du was, ich probiere einfach mal das da. Alles klar. Gut. Pflanzen haben eine haben einen schönen Effekt. Aber gut, machen wir jetzt einfach mal weiter. Komm, es schickt auch. Hätte nicht ahnen können, dass ich hier schon gewesen bin. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, der Effekt der Pflanze lässt jetzt auch nach. Finde ich cool, den Effekt. Doch, hat was. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Na komm, Jonah. Während die Lara hier so krass runterspringt, der Jonah ganz gechillt. Finde ich gut, dass du die Tiere teilweise gut kennst, Justin. Gefällt mir. Und Tapir hätte ich jetzt so nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich gestehen, zu meiner Schande. Lass mich raten, hier kommen wir mit dem Dietrich rein. Nee, doch nicht. Okay, super. Eine Position von Relikten. Ah. Das hat mir jetzt was gebracht, bitteschön. Oh, ich habe hier was vergessen. Ah, muss ich später nochmal hin. Muss ich später... Oh, hier habe ich auch viel vergessen. Oder konnte ich da noch nicht hin? Naja, sobald wir Jonah losgeworden sind... also nicht im Sinne von böse, sondern... Die werden sich wahrscheinlich auch noch mal für eine Weile trennen. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Oh oh. Na, finde ich echt gut. Merkt man, dass meine Stammzuschauer nicht ungebildet sind? Scheiße, Trinity, runter. Verdammt. Haha, die stecken fest. Los, mir nach. Schönheitskur. Verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Hier abstellen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich nicht. Warum nicht? Ups, weg. Wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht zum... Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Das liegt gerade in der Ecke. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt zu viele kleinere Ruinen, die Warte. Wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssen das Ganze. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Steh nicht völlig gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Versteck dich. Dave? Sammy? Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave! Dave! Du sollst schlafen. Gute Nacht. Alles klar, mach's gut, Christoph. Schön, dass du da warst.
Auf jeden Fall, Entschuldigung, ich war gerade mich so ein bisschen am Konzentrieren. Hier waren noch zwei. Hat der Jonah den einen platt gemacht? Da oben, von da oben kamen wir, okay. Keine Ahnung, warum das abgesperrt wurde. Ich habe das Gefühl, hier fehlt noch einer. So, den haben wir gelootet. Okay, da oben ist auf jeden Fall irgendwo noch einer. Jo. Oh nein, das kannst du dir abschminken! Du brauchst so lange, Jonah. Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Super. Wie lange seid ihr denn noch da? Oder wie lange wollt ihr denn noch? Da würde ich nämlich sagen, wieder OBS? Wie kommen die hierher? Keine Ahnung. Gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren, ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Super, die Zwillinge, die sich finden. Dann würde ich nämlich gleich mal speichern. Neuen Stream beginnen, dass ich den vielleicht... dass ich diesen Streamer als Shadow of the Tomb Raider alleine habe. Komm schon, gehen wir. Wenn gewollt, ansonsten kann ich auch den Stream beenden. Ich weiß nämlich sowieso nicht, wie lange ich noch schon online war. Ja. Super, Städtchen. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. 1 bis 2 Stunden noch. Ja, gucken wir mal. Wir machen jetzt noch diese Dingsbums raus. Dann beende ich den Stream mit Shadowplay. Hi. Weil ich mit OBS einfach... Oh, ich brauche OBS einfach für die Gamecube. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas spielen können. Oder, obwohl... ich weiß nicht. Ja, doch. Dann mache ich vielleicht zwischendurch noch mal ein Päuschen. Definitiv nicht. Ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Ich glaube, die mag Jonah. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Doch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, 3. Cinco cervezas, por favor. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen.
Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Ja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken. Dort hängt ein Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Aha. Ich hab dir für einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Ja auch. Aha. Knister, knister. Aha. Knister, knister. Gut, super. Spiel speichern. Hier sieht man Kubuyaku. Das ist das, was wir jetzt angefangen haben. Das ist mein Dingsbums, mein richtiger Spielstand. Und von daher, den überschreibe ich mal. Den habe ich nämlich mit einem Kumpel mal angefangen, das for fun. Ich würde sagen, wir machen den Stream dann, also ich mache den Stream jetzt erstmal kurz aus für Shadowplay. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?